Das Münchschaltgerät ist Master für sich, hat ein eigenes Betriebssystem und nun gibt es ja, Systeme, die oben drauf liegen, wie zum Beispiel Telemetrien. Das sind die, die die Daten übermitteln, dass man weiß, wie viel im Automaten drin ist. Es gibt da halt welche, die die Steuerung übernehmen. Und das heißt, dass wir gewisse Einstellungen hier dran nicht mehr vornehmen, sondern über die Telemetrie vornehmen. Es gibt einmal Telemetrien, die als Partner nebenher mit dem System hier zusammenarbeiten. Und es gibt halt jene, die die komplette Steuerung übernehmen. Und dementsprechend könnt ihr manchmal gewisse Sachen hier nicht einstellen und verändern. Das liegt halt einfach daran, dass das andere System übergeordnet ist und dementsprechend das hier dann nicht mehr gesteuert wird, beziehungsweise nur einzelne Grundfunktionen. Und auch Meldungen wie durch den Automat gesperrt oder sonstige Meldungen sind ganz normal, denn der Automat kommuniziert mit dem Gerät und dementsprechend kann auch da draufstehen, durch den Automat gesperrt oder gesperrt. Trotzdem ist die Funktion da. Ist ein bisschen verwirrend manchmal. Also, viel Spaß beim Nachmachen.